Die beiden sind so erbärmlich. Mir kann so etwas nichts anhaben. Mein Geist ist viel zu stark, als dass ihn ein dahergelaufenes Gespenst brechen könnte. Es tut mir leid, dass ich geboren wurde. Jetzt reicht's aber! Moin Leute, willkommen zu einem Video auf Anime-Banger und heute werde ich euch Queens Kopfgeld erklären. In dem letzten One Piece Kapitel 935 haben wir zum ersten Mal Queens Kopfgeld erfahren. Dieses beträgt 1,32 Milliarden Berry. Das ist auf jeden Fall eine sehr beachtliche Höhe. Manche jedoch übertreiben nun und behaupten jetzt sogar, dass Queen stärker als Katakuri sei. Wie manche darauf kommen, liegt und zwar daran, da Queens Kopfgeld um einiges höher ist als das von Katakuri. Jedoch macht diese Behauptung für mich wenig Sinn und ich werde euch erstmal erklären, wieso Queen so ein hohes Kopfgeld hat und danach werde ich versuchen, Queens Stärke einzuordnen, um euch dann ein bisschen zu sagen, warum ich nicht glaube, dass eine Queen stärker sein soll als Katakuri. Das macht für mich keinen Sinn. Es gibt einige Argumente, die dagegen sprechen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Erstmal zu dem ersten Punkt. Kaidos Bande ist wahrscheinlich etwas brutaler als von Big Mom. Das haben wir zum Beispiel bei Jack gesehen, denn dieser hat, als er auf Zoo war, alle getötet bzw. einige versucht zu töten mit diesem Gas, mit dem Giftgas. Und der Beiname Jack die Dürre ist auch dazu ein kleiner Hinweis, dass er wirklich viele Leute tötet, beziehungsweise generell die Kaido-Bande. Das sieht man zum Beispiel unter anderem, da sie ja Wano besetzt haben. Viele der Leute von Wano Kuni sterben an Hunger und so weiter und sie haben da echt einiges verwüstet und die scheißen so ein bisschen auf ihre Bewohner quasi. Das sieht man zum Beispiel bei Big Mom nicht. Big Mom scheint etwas nicht so brutal zu sein wie von Kaido. Die sind zwar auch brutal, aber nicht so in dem Sinne. Sieht man auch zum Beispiel daran, dass bei Whole Cake Island die ganzen Leute sehr, sehr gut leben und keinen Hunger verspüren etc. Und man merkt schon, dass die Kaidos Bande etwas grausamer ist. Wenn man mehr Menschen tötet, dann heißt es, dass man auch automatisch ein höheres Kopfgeld hat. So wurde es mal, glaube ich, ungefähr gesagt. Und ganz wichtig ist auch bei der Kopfgeldberechnung, gilt nicht nur die Stärke, sondern auch andere Faktoren. Die Stärke dabei ist ja eher so eine Nebensache. Jetzt kommen wir aber zu Queen und zwar sein Beiname lautet ja auch die Seuche, also auch eine Katastrophe. Und vermutlich tötet er um einiges mehr als andere Charaktere von Big Mom zum Beispiel. Als zum Beispiel jetzt ein Smoothie oder ein Katakuri. Ich denke generell, alle drei Katastrophen von Kaido sind sehr brutal und töten um einiges halt mehr. Das macht für mich eigentlich um einiges mehr Sinn. Heißt aber nicht direkt, dass sie stärker sind. Dazu kommen wir aber später noch. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo es ja schon eigentlich gesagt wird. Und zwar, selbst Jacks Kopfgeld ist ja fast so hoch wie das von der Katakuri. Und wenn wir das laut der Logik von den anderen nehmen, dass ja anscheinend dann Jack ja fast so stark sein soll wie Katakuri, was für mich gar keinen Sinn macht, finde ich. Also da ist Jack nicht so stark. Dann sollte ja Jack stärker sein als Smoothie, was man auch nicht ganz genau sagen kann, aber dass er genauso fast so stark ist wie Katakuri, glaube ich eher weniger. Und sollte eigentlich schon früher auffallen, dass Jacks Kopfgeld schon so krass hoch ist. Das heißt, Queens sollte er dann auch um einiges höher sein. Deswegen finde ich, macht Queens Kopfgeld sehr, sehr viel Sinn, finde ich, meiner Meinung nach. Hat Oda sehr, sehr gut gelöst. Das habe ich ja vorher angesprochen, dass ja Kaido gefährlicher ist für die Weltregierung an sich, die Bande quasi. Da er zum Beispiel Wano Kuni besetzt und Wano Kuni ist ein Land, wo sehr abgeschottet ist und selbst die Weltregierung fürchtet die. Wir haben auch vor kurzem eine Erklärung bekommen, dass selbst wenn man nur in der Bande von einem Kaiser ist, schon an sich das Kopfgeld um einiges steigt. Und es könnte so ein kleines Indiz sein, dass dadurch, dass Kaido gefährlicher ist, auch das Kopfgeld von den Katastrophen ein bisschen mehr sein sollte als von Big Mom. Es klingt auf jeden Fall sehr logisch. Dann ein weiterer Faktor, wo etwas vielleicht sein könnte, aber ist noch ein bisschen Spekulation. Wir wissen ja überhaupt nichts von Queens Vergangenheit. Stellt euch mal vor, er war früher sehr brutal oder hat vielleicht bei irgendeiner Organisation mitgewirkt, wo sehr gefährlich war für die Weltregierung. Wissen wir ja nicht, vielleicht ja im Untergrund oder sowas. Kann ja alles Mögliche sein. Wir wissen einfach fast gar nichts von Queen. Das war eigentlich so die ganze Erklärung zu seinem Kopfgeld, die schon ziemlich viel Sinn macht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr? Findet ihr das Kopfgeld perfekt oder sagt ihr, nee, ist viel zu hoch? Kommen wir jetzt zu Queens Stärke. Also wie stark schätze ich ihn ungefähr ein? Also da ja die Bande von Big Mom und Kaido ziemlich ähnlich von der Stärke sind, finde ich zumindest, und sie auch ähnlich aufgebaut sind, glaube ich, dass Queen ungefähr so stark sein sollte wie Smoothie. Ich denke aber, dass er noch etwas stärker ist als Smoothie, aber wirklich nicht viel. Er wird auf jeden Fall nicht so stark sein wie Katakuri, das glaube ich nicht. Also wird noch ein bisschen drunter unter Katakuri sein. Kann man natürlich nicht ganz genau sagen, da wir von Queen einfach gar nichts gesehen haben, von Smoothie auch nicht. Aber so schätze ich ungefähr Queen ein, sollte ungefähr hinhauen. Und selbst wenn eine Queen stärker sein sollte als Smoothie, wird er maximal
so stark sein wie Katakuri. Also maximal auf Katakuri-Level bezweifle ich aber eher. Das kann man aber wirklich aktuell gar nicht sagen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie stark schätzt ihr Queen ein. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten war es das mit dem Video. Ihr könnt dem Video ein Like geben, wenn es euch gefallen hat. Und in dem Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wie auch immer. Ciao, euer Anime-Banger.